Jo, geht's wieder weiter mit Open Transport Tycoon Deluxe. Und dann machen wir einen obligatorischen Blick vor also zu Beginn jeder Aufnahme auf die neuen Kommentare, die so reingekommen sind. Color Cox schreibt, ich finde die Schiffe ziemlich sinnlos im Spiel, auch wenn ich sie trotzdem oft baue. Ja, stimmt. Die Schiffe könnten gerne, auch wenn es natürlich so ein bisschen Richtung Unrealistischkeit, Unrealismus geht. Heißt, gibt's das Wort Unrealismus? Weiß ich nicht. Dass sie dann so schnell fahren, aber die könnten wirklich ein Stück vielleicht schneller fahren. Einfach irgendwie im Grunde genommen sind die Schiffe, ich weiß nicht, auf langen Strecken, das lohnt sich gar nicht so richtig. Nur von Carla Cox der Hinweis, sagt das Spiel nicht, dass der Zug keinen Weg zum Vorankommen findet beim Stau? Ja, aber ich habe die Nachricht ausgeschaltet, weil das nämlich ziemlich nervt. Ich zeige euch mal, an welcher Stelle man das einschalten kann, nämlich bei Nachrichten und Hinweise. Das ist hier Wahlen, wenn ein Fahrzeug sich verirrt hat, an. Echt? Okay. Es kann natürlich sein, dadurch, dass es hier immer so Rundstrecken und Querverbindungen gibt, dass Züge trotzdem irgendwie ihren Weg finden. Keine Ahnung, und daher die Meldung nicht kommen. Ja, Vova F schreibt noch, ich liebe deine OpenTTD-Videos. Vielen Dank. Sehr lieb, das zu hören. Und von Matthias 2246 kam noch der Hinweis, mein Lieblingstee ist Zitrone Ingwer und Norman, oder wahrscheinlich Norman, ausgesprochen Norman, ist auch egal. Mit diesem komischen, lustigen Avatar, mit dieser langen Nase und dem Tarnhelm. Er rät an, ja, ich soll für meinen Tee frischen Ingwer nehmen. Und Carla Cox ergänzt noch, und frische Zitrone, muss ich mal ausprobieren, bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Ja, und ja, ganz einiges an Kommentaren hier reingekommen. Und auch von Thomas kommt ein Hinweis zu Sumioka Westbahnhof. Ich solle da ein LKW-Dingens bauen. Habe ich hier schon. Weil ich dann die Abdeckung erhöht. Eigentlich nicht wirklich, weil das Ding hat nämlich um die Station nur 3. Das heißt, das bringt, glaube ich, nicht wirklich was, wenn man das hier hinstellt in einen Bahnhof. Der hat, glaube ich, eine 4er-Abdeckung. Genau, also müsste man das, wenn schon, eins weiter zurückbauen. Aber jetzt ist es ja im Moment so, dass hier Waren angenommen werden. Ich hoffe mal, das bleibt so, dass das auf ewig jetzt so bleibt mit der Warenannahme. Und ja, gut, genau. Das waren jetzt so weit die Kommentare dazu. Jetzt kommen noch Kommentare zu Siedler 2 unter anderem wegen der Auflösung. Aber es sind ja so Sachen, die ich ja dann in den dortigen Videos einfach mal raushauen werde, wenn ich dran denke. So, und wir waren als Zahler stehen geblieben, dass wir hier jetzt die Magnetschwebebahn hier rüber gebaut haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen, dass die hier dort rüber machen. Aber ich glaube, wir müssen vorher erst noch hier bauen, genau. Also die Magnetschwebebahn endete hier. Bei Aotani West, nee, Nord- und Westufer, Nordufer wollte ich schon sagen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob man das wieder als Kopfbahnhof zur Wende macht. Wahrscheinlich schon, ne? Das war ja, ich glaube, hier unten der Fall. Wobei man das ja schon ein bisschen schöner bauen könnte. Wobei, hier könnte man schon einfach hier rumbauen, wenigstens das Gleis, aber irgendwie. Na gut, tut ja keinem weh jetzt erstmal so. Aotani. So, da würde sich ja eigentlich ja fast schon ja,
Ja, die Frage ist, ob man dann hier hinten irgendwie so durchmacht oder ob man, wie man das dann macht, ob man die Strecke dann teilt, dass hier auch hier links und rechts die Züge fahren. Boah, das ist jetzt natürlich eine richtig gute Frage. Und ob man dann auch hier hinten hinfährt, weil hier kriege ich garantiert keinen magnetischen Bahnhof hier rein. Dann müsste es dann irgendwo hier stehen zum Beispiel oder hier. Oder hier. Keine Ahnung, ich sag einfach mal. Ich sag einfach mal hier. Ach, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Weil ich würde den gerne noch einen ranbauen, aber dann wird der dort erhöht. Ich glaube, dann muss ich mal hier das Gebäude mal abreißen. Das ist ja richtig hier. So, Nagahashi-Station. Dann können wir wenigstens die Stadt noch so ein bisschen ausbreiten lassen hier. Und das ist das Schöne dran. Hier geht es jetzt unter. Ah ne, warte mal, hier geht es gar nicht unter der Fabrik durch. Nö, also wenn wir jetzt hier schon wieder. Wenn, dann will ich hier die drei Gleistypen nebeneinander haben. Das wird herrlich. Also hier gibt es für Trainspotter einiges zu gucken. Kann ich jetzt schon sagen. Nee, Quatsch, falsch. So, Brücke drüber. Ich meine, jetzt muss man irgendwie hier rumkommen. Und es muss vor allem auch ein. Ah, nee, warte mal. Es muss ja auch einen Abzweig dann hier runter geben. Oh, dann machen wir den an einer anderen Stelle, dass der irgendwie woanders kommt. Eieiei. Ja, wir wollen erstmal hier rüber, würde ich sagen. Die Verbindung. So, hier würde ich eigentlich gerne Erhöhung machen. Noch ein Stück vor. Wie gesagt, damit so diese ganzen Hoch- und Runterkräfte auf die Fahrgäste so ein bisschen verringert werden, dass es dann nicht immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter in solchen Kreuzungsbereichen geht. Das ist ja auch nicht schön. Hier könnte man den Tunnel eigentlich auch verlängern. Aber lassen wir jetzt so. Das hier noch Platz und dann tja, macht das überhaupt Sinn? Ich glaube, das Problem ist an der Sache, wenn ich das so bauen wollte, dass die magnetische Bahn auch links und rechts muss ich mal kurz gerade hinsetzen. So, hier oben rum, das ist ja kein Problem, ne, hier so rum. Aber wie soll ich jetzt von hier unten durchkommen. Das wird nichts. Hier ist schon ein Tunnel. Oder? Gibt es da eine Möglichkeit? Guck mal, das geht doch. Na, dann habe ich nichts gesagt. So, ich könnte es sogar noch tiefer bauen. Ach so, weil der Tunnel dann nicht auf die gleiche Höhe kommt. Na dann, okay. Und dann können wir das so machen. Dann machen wir das mal hier breiter.
Jetzt muss ich leider hier die Kurve machen, weil hier die Gleise, weil es ja mehrgleisig ist. Um hier so ein bisschen bei der langen Brücke den Stau zu nehmen. Weiß jetzt nicht, ob man das überhaupt noch braucht, aber ich würde sagen, wir lassen das einfach mal drin. Oh, das war nicht so toll. Ach so, nee, ich muss das ja zwei machen, weil ich ja dann sonst da nicht hinbauen kann. Weil ich kann ja die verschiedenen Gleistypen, die können wir da nicht zusammentun. Daher muss das ja dort in zweier Abstand leider werden. Und natürlich kann ich ja leider nicht diese passenden Brücken dazu nehmen. Weil wenn ich hier die Geschwindigkeit ausfahren will, dann mache ich eigentlich hier die Bucht nicht einfach zu. Wir werden die mal zum Ausgleich hier noch so ein bisschen vergrößern. So. Das wird heftig hier. Eieiei. Aber gibt es nicht irgendwie eine Tastenkombination, oder direkt die Brücke baut, ohne dass ich hier hinziehen muss? Da gibt es doch bestimmt auch irgendwie eine Modifikation, oder nicht? Dass wir das Ganze ein bisschen einfacher und schneller machen. Vielleicht bei JRGS, JGRS, J, wie auch immer, Patchpack. Ist sowas vielleicht drin, weiß ich jetzt nicht. Das ist natürlich hier die Ölbohrinsel.